Willkommen zurück zu Return to Mysterious Island 2. Wir waren zuletzt dabei, ein Feuerchen zu machen. Der Tipp ist jetzt gewesen, zuletzt mach doch mal ein Feuer, indem du Sachen kombinierst. Sachen kombinieren. Wir haben ja hier das trockene Holz. Mit was könnte ich das denn kombinieren? Noch mehr Holz? Nee. Nee, habe ich denn überhaupt was, mit was ich das kombinieren könnte? Oder? Oh, tatsächlich. Großer durchgebrochener Ast und getrocknete Zweige, das kann was ergeben. Was denn? Können wir hier die Tondinger schon mal da reinstellen irgendwie? Oder eher nicht? Eher nicht, ne? Nee. Und was ist da jetzt drinne? Ach so. Die... Weiß ich auch nicht, aber wir müssen ja erstmal ein Feuer hinkriegen, bevor ich da so einen Topf hinstelle, oder? Was soll das denn jetzt hier ergeben? Das soll jetzt aber nicht das andere hier ergeben mit den Würmern, ne? Ich habe hier, da. Warte, ich mach mal Haken und Würmer raus eben. Pack, die gönnen die dazu? Nee. Der Haken? Auch nicht. Nee. Dann ist das hier was anderes auf jeden Fall. Die Ameisen, die Ocarina. Mhm. Was steht hier? Du besitzt folgenden Gegenstand. Teleskop eines Sextanten. Vergrößerungsglas, das auf einer Gradskala montiert wurde. Befand sich in einer Truhe mit anderen Navigationsinstrumenten und war als einziges noch intakt. Du kannst den Sextanten zwar nicht wieder zusammensetzen, aber dieses Teleskop könnte sich als nützlich erweisen, zum Beispiel um Sonnenstrahlen zu bündeln. Sonnenstrahlen bündeln. Daraus vielleicht irgendwie ein Feuerchen machen? Hier mit einem, Aha. Da soll schon mal was rein. Was, wie darf ich mir das denn jetzt wieder vorstellen hier? Da bastel ich mir anscheinend was. Mit dem ganzen Zeug könnte ich ein Feuer machen. Aber es wäre zu schade, den Stock zu verbrennen. Er ist wirklich praktisch. Aber du hast ihn da ja jetzt reingenommen. Du hast ihn da ja jetzt reingenommen. Das irritiert mich jetzt. Das irritiert mich jetzt. Kannst du denn zu unserem anderen Gedöns hier den Stock nehmen? Jawohl. Also mit dem... Ja, also Sonnenstrahlen gebündelt. Zack, geht das los hier. Feuer. Ja. Du, das geht, du. Das geht. So, das habe ich ja jetzt schon mal. Aber ich verstehe es hier mit dem Tonkram auch noch nicht. Wenn du das jetzt hier wegnimmst. Weil hier ist jetzt das... Was ist denn jetzt hier damit eigentlich? Mach mal Feuer hier ordentlich. Gib mal Stoff. Und das hier ordentlich brennt. Noch mehr? Das reicht. Das größer geht nicht. Und das haben wir selber gebaut hier, das Dach, damals. Selbst gemacht. So, was kann ich da denn jetzt? Vielleicht kann ich dir ja auch was zu essen machen. Vielleicht ist dafür eher die Schale da, so ein Rührei. Mmh, lecky. Kannst du das jetzt essen? Jawohl. Mmh, ein bisschen Rührei gegessen. Lecker, lecker. So, getrocknete Zweige. Können wir die da jetzt zutun? Das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil das haben wir jetzt schon reingetan, oder wie? Ja, gut, gut. Aber wie ist denn das jetzt mit dem Ton? Das ist ja alles, das haben wir ja jetzt gemacht, aber noch nicht gebrannt. Muss ich das jetzt... Ich nehme mal die Schale weg. Vielleicht müssen die Schalen weg. Ja, ah, okay. Gut, und dann ist die nämlich... nicht lange genug gebrannt. Achso, die muss jetzt da eine Weile stehen. Perfekt. Ah, ah, okay. So, pass auf. Und jetzt haben wir die ja. Und dann, ich will es jetzt nur zum Testen, dass das... Voila, Wasser. Trink mal was. Nicht? Nicht? Aber wir haben jetzt Wasser. Wir können das jetzt alles fleißig quasi brennen, was wir hier mit Ton gemacht haben. Dann machen wir das doch mal. Das ist doch super, was ich mir hier alles toll gebrannt habe. Muss ich jetzt erstmal alles hinstellen. Und bestimmt ist das Ding hier, um
Weiß auch nicht. Vielleicht sich was zu essen zu machen oder so. Sie braucht ja auch wieder volle Energie. Das muss man ja auch mal bedenken. Ja, die ganzen Vasen. Volle Vase. Das ist alles gebrannt, das ist nicht gebrannt. Das ist noch ganz dunkel. Müssen wir auch nochmal machen. Ist ja alles selbst gemacht, ne? Kann man ja schon stolz drauf sein. So, die ist auch fertig. Kann sie denn jetzt eigentlich hier, was ist, kann sie die denn jetzt eigentlich mal hier reparieren, das Ding? Ich hatte ja hier auch noch so ein, nee. Nee, ich wollte die jetzt eigentlich reparieren. Ich wollte dieses Ding da irgendwie und einfach nur Ton nehmen, geht auch nicht, ne? Wieso steht hier 0? Haben wir so, also wir haben doch von allem etwas schon gemacht gehabt, oder nicht? Oder fehlte mir was? Fehlte mir irgendwie eine? Musst du hier unten, musst du das zumachen und so eine machen? So eine hatten wir doch schon, oder nicht? Naja, dann, gut, dann die machen wir nochmal eben hier. Haben wir die auch in unserem Inventar. So. Jetzt also... Doch, da ist sie doch mit Wasser. Ach, dann zählt die nicht, oder was? Weil die jetzt Wasser hat. Gut, dann haben wir die einmal mit Wasser, einmal ohne Wasser. Wunderbar, wunderbar. Hier das eigene... Aber das hier, die... Huch, nee, das wollte ich gar nicht. Da auch nochmal die trockenen Zweige zu tun. Nein, das wollte ich auch gar nicht. Und die Schrotflinte. So. Ihr Hals ist noch intakt und wird von einem Korken verschlossen. Aber dies ist ein zerbrochen Ton-Dingens. Dann können wir uns hier noch irgendwie eine Angel bauen. Kannst du die nicht da... Jawohl. Angel bauen. Wir brauchen dann eigentlich nur noch so einen Faden oder was? Haken, Würmer, Stock, irgendwas... Garniges bräuchten wir nochmal. Genau, das stellen wir da hin. Und das war Zunder fürs zum Feuer machen, genau. Aber wir haben ja jetzt ein Feuerchen. Das ist ja klasse. Das ist ja klasse. Ja, wenn wir noch was zu essen finden sollten, dann auch das mit diesem hier, ne? Weizen mit Sand vermischt. Dann vielleicht brauchen wir noch mal so ein Sieb oder so. Um das dann irgendwie so ein bisschen mal zu trennen. Tja, dann gehen wir mal erstmal weiter. Da kann ich nicht hingehen. Das ansteigende Wasser hat das Ufer bestimmt in einen Sumpf verwandelt. Wenn ich im Schlamm herumstapfe, könnte sich mein Bein entzünden. Jepp spielen, zusammenbleiben. Das ist ja eigentlich aber... Jepps Angelegenheit dann, aber er kam ja da nicht ran. Was könnte denn Mina hier nochmal kombinieren, damit das was wird? Vielleicht... Nee, eine Angel dann ja nicht. Kannst du nicht... Und wenn wir das nochmal eben auseinanderbauen? Vielleicht kann ja hier noch was anderes hin. Haben wir noch was anderes längeres? Nee, ne? Nee. Nee, dann können wir die Kombi natürlich auch lassen. Denn das bringt ja nichts. Das geht auch nicht. Dann haben wir noch den Thymian. Den packe ich mal dazu. Und hier sind die ungebrannten Ton. Ach, da sind ja die anderen. Okay. Vielleicht muss ich die auch noch mal brennen. Aber ich weiß ja im Moment noch gar nicht so richtig, wofür. Von daher ist es auch nicht hier. Oh, das ganze Blut. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel Blut verloren habe. Das hätte ich auch nicht gedacht. Nochmal zurückgehen. Ist hier irgendwas? Ich habe diesen Ahorn angeschnitten, um Sirup zu gewinnen. Dann brauchen wir ja nur noch wieder ein Gefäß, dann kann sie was trinken. Und Gefäße haben wir doch jetzt hier genug. Kannst du nicht irgendeine Vase nehmen? Jawohl. So. Ah, sehr schön. Und Jepp doch dann auch, oder? Der Jepp kann doch das dann auch mal zu sich nehmen. Oder mag der das nicht? Doch, der mag das auch.
Der mag das auch. Dann nehmen wir gleich noch mehr. Ach, das geht gar nicht. Da ist nicht mehr genug drin. Aber dann haben die beiden ja davon auch noch mal. Und das Weizen, bräuchten wir nur noch ein Sieb. Ach so, er mag da nicht hin. Keine Sorge, Jeb. Du musst nicht mit mir zusammentauchen. Ich weiß, dass du das nicht magst. Mina spielen. Dann bleibt der Jeb jetzt mal hier. Warte hier auf mich, Jeb. Die Mina geht da jetzt mal hin. Auch da, und da entzündet sich ihr Bein nicht, oder was? Oh, ich muss jetzt aber hier aufpassen. Nicht, dass die mir hier noch erstickt, oder was? Was könnten wir denn mal hier finden? Oh, Fische. Oh, hier können wir geradeaus. Nein! Zu tief. Schnell, zurück nach oben. Ja, dann geh nach oben. Zu tief, okay. Aber das... Wenn ich nur die Luft anhalte, komme ich nicht weit. Zu dumm, dass meine Tauchausrüstung im Granithaus liegt. Mhm. Das brauche ich nicht mehr. Was ist das denn? The Jeb. Ja. Kannst ja auch mal warten, ne? Jeb. Und wenn du noch mal runtergehst und vielleicht hier... Sie klemmt. Ah, okay, warte. Dann nehmen wir doch irgendwas. Irgendwas können wir da bestimmt nehmen. So, meine Luft geht runter. Den Haken. Warum? Was kann man denn da nehmen? Ich habe ja nichts. Was haben wir denn, um die Tür aufzumachen? Ich will das halt alles auch immer nicht ständig auseinanderbauen müssen hier. So coolen Sachen hier. Hm, sie klemmen. Vielleicht müssen wir da noch was anderes finden. Dem Sextanten das aufzwirbeln, ich weiß nicht recht. Aber da müssen... Ja. Das geht nicht. Viel Auswahl haben wir ja nicht. Das Ding als Zweckentfremdung? Nee, auch nicht. Schade. Oh, ich habe was eingesammelt. Irgendwie eine Miesmuschel oder was? Ah, hier ist noch was. Und da kann ich nicht weiter, aber ich habe schon mal ein bisschen wieder was eingesammelt. War hier noch was? So, erstmal nach oben. Jetzt kriege ich Panik. Was haben wir denn jetzt Schönes alles eingesammelt? So, unser Gewehr, das kennen wir ja schon. Was haben wir hier? Einen Griff? Ach, den Griff können wir bestimmt nehmen. Und gegen ausgefranstes Stahlseil. Das geht doch bestimmt... Nee? Ach, das hätte ich jetzt gedacht, dass es für die Angel geht. Hier eine Süßwassermuschel. Die können wir doch bestimmt irgendwie aufzwirbeln, oder? Mit irgendwas? Nee? Ist die mal? Kann ich denn mal mit der Süßen... Ich brauche irgendwie... Ich habe ja kein Messer. Was ja immer eigentlich überlebenswichtig ist. Aber dann versuche ich das jetzt mit dem Griff nochmal hier nach unten. Sie klemmt. Ja, genau. Das wissen wir. Kannst du den Griff hier nicht irgendwo benutzen? Geh mal da rein nochmal. Griff, 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 Griff. Das hier irgendwo. Ah, hier haben wir auch noch was mitgenommen. Jetzt haben wir ein Messer. Griff. Keine Ahnung, wo der Griff fehlt. Gehen wir erstmal nach draußen. Und dann gucken wir uns unser Gedöns an. Ich nehme mal die erste Seite. Griff, Taschenmesser, das ist doch der Hammer. Jawohl. Das wird hier, das wird. Offene Muschel. Essen? Ja, läuft. Mm, lecker, Muschel. Was kannst du denn nochmal machen mit dem Messer? Spule. Ach komm. Wie eben, wollte gerade sagen. Hast du da sowas abgezwirbelt? Das muss doch... Ich sollte einen Schwimmer an der Schnur befestigen, bevor ich den Köder festmache. Und eine Plastikhülle. Was ist da denn drin, ne? Kann man das... Ah! Ah!
Tuamotu Cargo Airline, Lieferschein Nummer 545 an Anselme Korak, Pass, FASMAPS, archäologische Ausgrabung, UA Hifa Polynesien. Vorräte und Betriebsmittel, Sortiment A12, Sortiment B35, Tanktyp A251, bla blups. Was steht hier noch? Zwei Personen, Seite, Herbausrüstung, Ausrüstung, dütte. Hinweise des Kunden, wir hatten die doppelte Menge an Hebeausrüstung bestellt. Zurück an den Verkäufer mit einer Kopienbestellung. Was hat mir das jetzt gebracht? Gar nichts, oder was? Toll. Aber wir können uns doch jetzt mal... Sie meinte, ich soll das und das zusammenpacken und dann erst am Ende Köder, oder was? Ich sollte einen Schwimmer an der Schnur befestigen, bevor ich den Köder festmache. Einen Schwimmer? Ich bin ja kein Angler, aber sehe, dass da noch was fehlt. Ich weiß nur noch nicht, was... Was fehlt da jetzt noch? Können wir das hier irgendwie noch verwenden? Nö. Nee, okay. Was haben wir noch? Einen Schwimmer. Okay, die Spirale. Die soll es auch nicht sein. Dö. Magst du eigentlich noch was trinken, Nina? Nee. Das ist hochspannend. Vielleicht ist er noch nach unten. Ich brauche noch was hier. Das klemmt ja. Das klemmt. Kannst du das nicht anzwirbeln und dann zwirbeln wir das ab? Also wir zwirbeln das ran. Nee, Taschenmesser. Können wir das alles nicht hier benutzen? Nix. Das ist natürlich scheiße. Kannst du die Spule, genau, und dann, dass man halt daran zieht, sozusagen. Nee, nicht. Na gut. Ja, nichts übersehen. Ich will da jetzt gerade nicht rein. Da ist die Luft gerade nicht da. Oh. Etwas fehlt. Was fehlt? Der Griff vielleicht schnell? Nein, da müssen wir nach oben. Und nach unten wieder. Luft holen, runter, los geht's. Etwas fehlt. Was fehlt denn? Was, um Himmels Willen, ich kenne mich doch nicht aus. Ich kann ja auch nur probieren. Warum geht die Luft so schnell weg? Das ist ja unglaublich. Gut, realistisch wäre es ja auch so. Der Haken bestimmt nicht, das ist alles für... Was denn der Griff? Nee, das sieht ja auch nicht so nach Griff aus. Sieht danach auch nicht aus. Aber ich hab doch nichts. Ist ja alles schon wieder verwendet worden. Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Weiß doch auch nicht. Etwas fehlt. Ich weiß nicht, was da fehlen soll. Und hier klemmt's. Hier kann ich hier irgendwas machen? Taucherrüstung, Nee, gehen wir nochmal schnell rein. Gucken wir mal hier um. Ist ja klasse, dass wir hier von ihm sein Messer auch schon bekommen haben, aber da tut sich auch nichts. Der Hebel für die Winde. Die Mühe kann ich mir sparen. Er funktioniert nicht mehr. Wenn er noch länger quatscht, sterben wir. Zu tief. Schnell, zurück nach oben. Ja, ich weiß nicht, was da noch fehlt. Und Öl und Öl. Huch. Ja. So schnell kann es gehen. Yippie. Gut, dann Yippie, komm mal mit. Ja. Sehnsucht. Oh, ja, ist auf mich gewartet. Das war eine Ewigkeit. Pech und Schwefel. Kleiner Schurke. So, dann gehen wir mal wieder zusammen jetzt.
und erkunden die Insel weiter, würde ich sagen. Denn hier haben wir ja auch schon wieder eine Menge gefunden gehabt, was vorher nicht da war. Ja, wo, was können wir denn dann mal hier? Da kann ich nicht hochklettern. Ach so, das ist nur was zusammenbleiben. Das ist nur was für Jepp, genau. Das ist nur was für ihn. Damit wir da. Also ich glaube immer noch, dass man eher eine Angel bauen müsste. Und auf der anderen Seite brauchen wir eigentlich nur was Langes mit einem Haken. Damit, aber das ist ja nicht fertig. Das ist ja das Ding. Das ist ja das Ding, weil. Damit er da halt rübergreifen kann über dieses Schlammding. Und da ist der Stock ja immer zu kurz gewesen und so. Aber vielleicht kann er ja das zweckentfremden. Weiß gerade gar nicht schon wieder, wo ich anfangen soll. Dann für, ich, für, pff, ich weiß halt nicht, ob wir noch was finden. An Materialgut so. Weil kann ja auch sein, dass wir noch nicht alles überhaupt gefunden haben. Das ist aber leer. Ja, weiß auch nicht. Da will sie nicht lang. Da kann ja nur er gucken. Aber sie ist halt jetzt dabei. Und es gab doch immer so viele Sachen, die nur für sie auch waren. Wo er immer meinte, ah, da brauche ich Mina. Aber gut, das mit der Schlange ist ja auch schon erledigt. Schwefeldingens. Wüsste ich jetzt gerade auch nicht wozu. Och, der Robby. Den haben wir auch noch. Oh Gott, da muss ich das Rätsel auch noch lösen. Das wird auch noch schwierig. Und wie helfen wir den Nasen da hinten? Auch das ist nicht so einfach. Das ist nicht einfach. Gut, ich werde jetzt hier einfach mal einen Cut machen, weil wir waren jetzt schon im Wasser und so. Wir haben schon allerhand wieder in diesem Part gemacht, eigentlich, aber. Ja, jetzt wird es wieder schwierig, eigentlich, finde ich. Denn. Mina und Jepp können gewisse Sachen ja doch weiterhin nur einzeln machen. Und ich hatte halt damals gehofft, dass sie das zusammen dann lösen. Ich denke, hier oben in der Mühle ist tatsächlich auch nichts mehr gerade. Gut, wir sehen uns im nächsten Part. Dann muss ich mir noch mal Gedanken machen. Bis dann.